Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild hier bei Because Gaming. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind beim Endboss des Titanen Vanaboris angekommen und Krischi hatte in der letzten Folge einige Probleme damit. Mal sehen, ob ich mich besser schlagen kann, ob wir eine Taktik gegen ihn entwickeln können. Du weißt zumindest schon mal, was nicht funktioniert. Setz mal hier deine komischen Elektrobälle ein. Ich will wissen, ob die Taktik funktioniert. Okay, nein. Die spawnen halt sofort. Guck mal, die Kugel ist wieder abgeprallt irgendwo. Wo das? Wie das? Müssen die vielleicht auf die Stromleitung treffen? Jetzt mich gleich. Aber so jetzt. Okay. Was auf jeden Fall elektrisch ist. Metallisch. Ach so! Das wird auch erklären, warum ich sofort gestorben bin, ne? Gut, dann macht das keinen Sinn, den zu nehmen. Ja, könnte blöd sein. Sagen wir es mal so. Das sieht auch metallisch aus. Die sehen irgendwie sehr mit. Das heißt, wir haben nur den einen Schild. Ja, gut. Das stellt natürlich null Problem da. Gar nicht. Gut, man kann seinen Elektrodingern ja easy ausweichen. Du musst ja eben hier im Schild blocken. Ich kann mir immer noch vorstellen, dass es was mit dem Elektroding in der Mitte zu tun hat. Und damit irgendwas anfangen muss. Oder muss man die Dinger drehen und sich auf ihn rauffallen lassen? Darf ich im Fight nicht. Kann ich im Fight nicht. Geht nicht? Nee. Okay. Aber die Idee hat ja auch gerade. Harter Hit. Noch fresse ich nichts. Noch ist Ausprobierphase. Gut, ich krieg zwar eh alles wieder. Ich wollte gerade sagen. Wo ist denn der? Also. So, was könnte gegen dich helfen, mein Freund? Ich hab geblockt. Ich hab den Shit noch umgehauen. Ja gut. Mhm. Ob seine Lebensleiste vielleicht mit dem Energiemodul verbunden ist? Oder oben mit der zentralen Kontrolleinheit? Tja. Wenn du da mal irgendwie drauf haust, obwohl das wird auch sinnlos sein, aber. Nee, warte. Nee, da wollte ich auch nicht haben. Du hast ja auch nie im Leben die Zeit für. Es ist dir gelungen, die vier Beine. Bababa, begib dich ins Innere und bring den Kampf zu Ende. Ja. Hilfreich! Schön. Ich meine, der einzige Moment, wo er mal halbwegs steht, ist halt, wenn er versucht, selber irgendwie.
fast erfolgreich. Kann ich mal vor-aim? Okay, das hat keinen Sinn. Das sehe ich ein. Wie machen wir denn das dann? Also, warte mal, ich sollte vielleicht ein Schild suchen. Okay. Das hat's gebracht. Der ist heftig. Simpel ist er zumindest nicht. Zumindest, wenn man keine Ahnung hat, was man machen soll. Ich verschaffe dir mit Essen und Medizin einen Vorteil. Ja. Oh, was meinte sie denn? Sie meinte, sie konnte ihm nicht mal einen Kratzer hinzufügen. Genau, also Nahkampf ist es nicht. Die Stasis ließ sich auch nirgends anwenden. Nicht, dass ich es gesehen hätte, aber vielleicht habe ich auch was übersehen. Ich habe es ja nur einmal probiert. Er ist blitzschnell. Verlier ihn nicht aus den Augen. Was hat das mit der Aufsicht? Wunderschön. Ich glaube, wenn er das Ding in der Mitte da berührt, dann genau, gibt es einen dicken Wumms. Richtig. Das heißt. Aber wie soll er selber drunter stehen und das Ding berühren? Und wann prallen seine Kügelchen ab? Das habe ich auch noch nicht gerafft. Naja, nee, nicht so ganz. In 90% der Fälle versinken die im Boden, 10% der Fälle nicht. So, und jetzt bist du tot. Ja. Das ist also auch metallisch, das Schild. Gut zu wissen. Du hast den gleichen genommen wie vorher. Ich habe den genommen, ich dachte, ich habe den kleinen genommen. Nee, du hast den Ritterschild genommen. Ja. Hat mit dem metallenen Ding zu tun. Schwing es, wenn es golden leuchtet. Ich schaue die ganze Zeit durch. Ist gut. Ah, okay. Jetzt muss ich wieder aufladen. Ah, okay. Dann let's give it a try. Elektro gegen Elektro. Feuer mit Feuer. True. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Kann ich den jetzt? Auch jetzt kann ich nicht mehr drehen. Mann! Nee. Er ist blitzschnell. Verlier ihn nicht aus den Augen. Wo ist er denn? Achso, nee, hat er nicht. Meinst du, dass der stärker Angriff war? Oder dass es einfach das konstante Draufhauen war? Nee, ich denke, es war ein starker Angriff. Warte mal, warte mal. Ja. Ich überfließ jetzt. Hör doch auf, in die Richtung zu laufen. Was ist denn los mit diesem Controller manchmal?
Ja, schreib's dir rein, scheiß drauf. Hallo, was ist denn manchmal? Mann! Das stört mich hier so ein bisschen. So ganz check ist noch nicht, muss ich gestehen. Vielleicht ist es doch das Draufholzen auf sein Schild. Ich glaub schon, durch seine Verteidigung einfach durchzubrechen. Der registriert eine. Viele nicht. Ich habe auch schon gelesen tatsächlich, dass die Switch super empfindlich sein soll, also die Joy-Cons zumindest. Also das kann halt auch mal sein, dass ein Aquarium oder ein Kühlschrank einfach die Signale so stört, dass sie nicht ankommen. Na, dann muss ich die. Ach komm! Die Box vielleicht doch nochmal anders hinstellen. Ist in Ordnung? Ja. Ja, ist gut jetzt. Jetzt chill mal wieder dein Leben. Ah ja, doch, guck mal da. Oh, sein Schild wird immer kleiner, ne? Wie so eine Blume, die in sich zusammenfällt. Warte mal eine Sekunde. Du kriegst gleich voll was in den Rücken. Dadurch ist der Kampf doch nochmal eine ganze Ecke simpler wieder irgendwie geworden. Ja. Jetzt ist das Ding. Das der kurz vor Stage 2. Ja, und dein Elektriker ist kaputt. Ja, gut. Oh, der hat dafür eins. Und einmal ist es noch nicht kaputt. Ah, noch nicht. Bald. Oh, noch nicht. What? Oh, ja, natürlich. Runterkommt zu mir. I would appreciate that very much. Und da kommt ich jetzt los. Okay, krass. Wo ist er denn? Warum ist er denn da oben? Wie soll ich ihn da denn treffen? Achso, ich kann ihn nicht mal mit dem. Komm her, Bro. Raus. Nicht da stehen bleiben. Och, hier soll ich safe sein. Das war ein Witz! Oder musst du die Steine zerkloppen, bevor sie vom Blitz kaputt gemacht werden? Nö. Nein. Mama! Komm los, komm raus hier. Ach, come on, mate. Wie soll ich denn an den rankommen da? Hallo. Wo kann Vorsicht-Check ich gerade noch nicht? Ich glaube, es gegen ihn machen soll. Junge, stell dich mir! Das war nicht die letzte Pussy hier im Kampf. Hm. Also Pfeile sind wirkungslos. Völlig. Du kannst höchstens einen Bombenpfeil versuchen, auf sein Schild zu schießen, ob das was hilft, aber... Das wäre tatsächlich nochmal eine Option. So einen kann man ja mal probieren. Dein Schild sitzt ihm vor allen gewöhnlichen Angriffen. Gewöhnliche Angriffe, Freundchen. Aber kurz gestunt. Vielleicht zwei davon? Bleib da. Bleib. Bist du so ein Lappen, ey? Was soll ich denn da machen?
stört ihn nicht mehr. Dein Schild schützt ihn vor allen gewöhnlichen Angriffen. Also was ist ein ungewöhnlicher Angriff? Ja. Wie soll ich an der... Wie soll ich an ihn rankommen, wenn er da mitten in der Luft rumhängt? Dafür haben wir nichts. Ist er in dem Moment irgendwie statisch? Also... What the fuck? Ach so, warte mal. Was ist los? Was, dass du ihm sein Schild wegziehst? Ne? I got it now. Das ist aber auch hardcore. Arschloch. Rosa. Hm? Ja, das ist fast so, als wenn ich Ahnung hätte, was ich mache. Jetzt haben wir ein Problem, warte mal. Nee! Du Arschloch! Okay. Okay, okay. Vielleicht solltest du in der ersten Kampfphase einen anderen Schild nehmen, der nicht elektrisch, der elektrisch ist, weil den Dingern kannst du ausweichen. Ja, in der ja. zweiten Phase nimmst du dann den... Richtig, richtig, richtig. ...anderen Schild. Ja, doch, das ist in Ordnung. Alter Verwalter. Stage 1 ist geschafft. Gut, war jetzt flott. Ja, man weiß, was man machen muss. Ja, ja. Blitze auf, sonst bitte das gleiche. Sei wie mir. Genau. Ah, so, okay. Einfach. Warte mal, was hast du denn jetzt vor? Hier kommt jetzt Laser! I'm firing my laser! Because fuck you, that's why. Lol. Okay, einmal von seiner scheiß Elektroklinge getroffen werden und ich bin tot. Ja. Hast du auch den Elektroschild noch? Nee, ich hab jetzt schon gewechselt gehabt. Okay. Ich dachte halt, das war sein letzter Angriff, warum wollte ich zum Angriff übergehen? Darum habe ich die Deckung weggelassen. Eieieiei. Aber ich komme näher. Es fehlt eigentlich nur noch ein Hit. Ja. So, diesmal aber. Er ist blitzschnell. Verlier ihn nicht aus den Augen.
Unlucky. Oh, der Typ geht mir auf die Eier. In der Tat. Wir sitzen schon eine gute halbe Stunde dran, ey. So lange brauchen wir für manchen Dark Souls-Boss nicht. Tja. Wir sind halt auch deutlich schwächer als in Dark Souls. Das stimmt. Und in Dark Souls ist die Kampfmechanik nicht so abgedreht. Indeed. Schnell. Verliere ihn nicht aus den Augen. Oh, das ist. Das war jetzt Reflex. Es ist halt blöd, dass wir nur einen nicht-magnetischen Schild, nur einen nicht-metallernen Schild haben. Ja. Meine Fresse, ey. Ja, doch, aber ich brauche den ja in der zweiten Phase. Ja, eben. Beziehungsweise in der dritten Phase. Wenn er wieder in den Nahkampf geht. Und sein Elektroschwert auspackt. Indeed. Er ist blitzschnell. Verlier ihn nicht aus den Augen. Er zeigt Wirkung. Nee, bist du des Wahnsinns. Das ist der Plan, liebe Zelda. Okay. Jetzt Schildwechsel. Indeed. Und ich glaube nicht, dass das Zelda ist, die da spricht, sondern die Kriegerin, die den eigentlich gesteuert hat. Wir brauchen auch schon Markierung. Zu Umbass war es, glaube ich, einfacher, oder? Nee, was bist du denn des Wahnsinns, Alter? Komm her, Bro. Wieso? Ich hab doch den... Ich hab geblockt. Last try, komm. Boah, ey. Oder hat wieder die Connection verloren und darum den Blockbefehl aufgehört? Wollen wir einmal Plätze tauschen? Nö, schon so. Das frustet. Hätten wir doch nur ein bisschen mehr Leben. Ja. Obwohl, der Blitz wird dich insta-killen, egal ob du jetzt 4 oder 5 Herzen hast. Nicht einfach mal überspringen, können wir nicht. Schildwechsel? Das ist der Plan. Gut. Sonst blüht dir das gleiche Schicksal wie mir.
mit aufladen. Ich habe das so verstanden, dass die von ihm abprallen und dann auf die Zwölf fliegen quasi. Du stehst weit weg von ihm. Rechts. Stand er zumindest gerade. Da, jetzt passt. Liebe Leute, das war eine neue Runde The Legend of Zelda. Krischi versucht es in der nächsten Folge noch weiter. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Haut rein, bis die Tage. Ciao. Tschüss.